Hallo und herzlich willkommen zu dieser Woche in Bitcoin, präsentiert von Relay Private. Und was für eine Woche hatten wir denn hier hinter uns? Und zwar hat Bitcoin überall, wirklich überall auf der Welt, vielleicht ausgeschlossen vom Schweizer Franken, das kommt auch noch, neues Allzeithoch erreicht. Ja, das hatte vielleicht gerade, wenn man es in Dollar misst, nicht lange gehalten, weil es ging hoch. Dann passierte das, was wir jetzt bei jedem Allzeithoch gesehen haben. Leute haben wahrscheinlich auch Bitcoins verkauft in diesem Moment und dann gab es wirklich so einen kleinen Flash-Crash, ist sich aber wieder am Erholen, kommt wieder hoch und dieses Gefühl, dass einfach Bitcoin jetzt von Woche zu Woche steigt und immer wie mehr Allzeithochs erreichen wird, das ist definitiv da. Wir sind im Bullenmarkt, egal was da draußen passiert, und es ist so extrem spannend zu sehen, dass der Markt hier sich dementsprechend weiterentwickelt. Und wie gesagt, wir sind Anfang März, das Halving steht bevor, also hier werden noch ein paar spannende Wochen auf uns zukommen und es ist auch zum ersten Mal, dass wir vor dem Halving bereits ein neues Allzeithoch gesehen haben, wenn wir jetzt auch den Dollar als den goldenen Standard nehmen, weil das eine der letzten Fiat-Währungen ist, die immer das Allzeithoch erreicht hat, und das läutet so ein bisschen eine neue Ära ein. Viele Leute spekulieren auch, dass da verschiedene Faktoren zusammenkommen. Man hat gelesen, dass aus dem Nahen Osten, aus Katar, aus diesem Qatar Wealth Fund und all dem verschiedene Andeutungen kamen, dass man Bitcoin kaufen will und halten will. Man spekuliert ja auch immer noch, dass, und das wurde von Edward Snowden in die Welt getragen, ein Nationalstaat dementsprechend einfach Bitcoin kauft und noch nichts gesagt hat. Da gibt es so ein paar Favoriten, die Ukraine, die schon sehr, sehr viel Exposure zu Bitcoin hat. Dann auch Russland, wo man immer wieder so hörte, okay, da kamen scheinbar positive Nachrichten für dieses Bitcoin-Ökosystem. Aber eben auch Länder im Nahen Osten. Man spekuliert auf Saudi-Arabien, man spekuliert auf Katar. Und wenn sich jetzt diese Dinge so ein bisschen zusammentun und man schaut, wie sich der Preis entwickelt hat, könnte es sein, dass dementsprechend hier ein Nationalstaat Bitcoin stackt. Eine andere Option, die wir auch gesehen haben, jetzt am Top, wo dann der Preis eingesackt ist, ist, dass natürlich viele, die aus den früheren Jahren Bitcoin halten, verkauft haben. Es gäbe auch da scheinbar ein Wallet aus 2010, was jetzt sehr viele Coins bewegt. Ich bin da immer sehr, sagen wir mal, kritisch dem Ganzen gegenüber, weil bis wir eigentlich die Bestätigung haben, meistens von den Inhabern dieser Coins, können wir nicht sagen, ob das wirklich verkauft wurde. Manchmal werden auch einfach diese Wallets reaktiviert und die werden in neue Sicherheitsfeatures umgewandelt. Man muss daran denken, dass es früher kein Multisig gab, das waren einfachere Wallets als heute. Heute gibt es das, vielleicht wurden diese Coins bewegt, um das ganze Vermögen besser abzusichern. Und man wird es wahrscheinlich auch nie rausfinden, weil jemand 2010 angefangen hat, Bitcoin zu stacken und bis heute nicht verkauft hat. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass er oder sie mit dem richtigen Namen rausgeht. Dementsprechend kann sich jeder hier freuen. Die Allzeithochs werden erreicht. Ich rechne damit, dass wir auch weiterhin natürlich positive News sehen werden. Nicht nur wegen der Preisentwicklung, einfach auch, weil all diese Allzeithochs immer wieder die Aufmerksamkeit auf Bitcoin bringen. Die Leute kommen zurück, haben das Interesse und wollen dementsprechend hier dann auch wieder in Bitcoin sparen, investieren, was auch immer die Ziele der Anleger sind. Dann haben wir auch spannende News im Bereich der Daten, was eigentlich im Bitcoin-Netzwerk passiert. Und zwar hatten wir bisher ja das Verhältnis, dass vor allem Institutionen Bitcoin gekauft haben, natürlich mit den ETFs, und dass da die Kleinanleger, auf Englisch sagt man denen die Retail-Investoren, einfach immer noch ein bisschen nachrennen. Die hatten nicht irgendwie das Gespür, dass man da jetzt in Bitcoin investieren sollte. Sah man auch an Dingen wie zum Beispiel den Google Trends Suchanfragen. Und nun, da die Allzeithochs erreicht sind und eben diese Aufmerksamkeit kommt, steigt auch wieder das Interesse von Retail-Investoren oder Kleinanlegern, die hier dementsprechend zurückkommen. Man sieht es übrigens auch anhand der Dienste. Ob das jetzt wir sind bei uns im App Store, wo auch die Rankings permanent wieder steigen, sprich das Interesse an der App steigt wieder und die Leute entweder downloaden es wieder runter, benutzen es, hinterlassen positive Reviews, oder auch in der Kryptowelt die Exchanges, die dementsprechend auch da wieder mehr Interesse haben. All diese Indizien deuten darauf hin, dass dementsprechend Kleinanleger wieder in das Bitcoin-Ökosystem zurückkommen und dass das Interesse da ist. Auch da spannende Zeiten, die uns bevorstehen, denn meistens hat das dann bedeutet, dass die wirklich verrückte Zeit erst so richtig losgeht. Und last but not least haben wir auch wieder interne News aus dem Hause von Relay. Wir wollen 100.000 Europäer oder noch mehr
zu Lightning den Zugang bieten und dementsprechend hier eine Wallet anbieten, wo Sie auch Ihre Sats auf verschiedene Arten und Weisen stacken können. Oder wenn Sie zum Beispiel auch Bitcoin als ein Zahlungsmittel verwenden wollen, das dementsprechend verwenden können. Und dazu gehen wir schon sehr bald nächste Woche live mit Lightning. Wenn du Fragen dazu hast oder auch das Interesse hast, folge uns auf Social Media. Wir machen dort die Announcements. Wir werden es auch auf Product Hunt launchen und wir werden dann natürlich überall auf unseren Seiten, auf unseren Blogs, auf unseren Social Accounts, auch hier in diesem Newsletter, dir das Go geben, wenn man Lightning verwenden kann. Ich habe es bisher in der letzten Woche ein paar Mal schon benutzt. Wir hatten auch Leute, die bei uns an der Konferenz in Madeira waren. Und ich kann dir sagen, es macht Spaß, wenn man seine Wallet so brauchen kann und wenn man innerhalb des Bitcoin-Ökosystems Bitcoin als Währung für die verschiedensten Dinge gebrauchen kann. Und somit sind wir am Ende von dieser Woche in Bitcoin. Eine etwas längere Episode, aber ich fand, es war angebracht mit all diesen spannenden News. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du kennst die Übung. Wenn du Fragen hast, Anmerkungen oder einfach einen Kommentar hinterlassen willst, hau's unten rein und ich freue mich, dich dann schon nächste Woche wiederzusehen.